Wir haben in dem Buch relativ deutlich gemacht, dass Arbeit für uns eben nicht nur die Festanstellung, für die man x Euro im Monat verdient ist, sondern vom unbezahlten Ehrenamt bis hin zu völlig frei und selbstgegebenen Aufgaben reichen kann, bis hin zu den normalen Selbstständigkeitsarbeiten von was programmieren, designen, Artikel schreiben, Projekte organisieren, Konzepte, also in diesem ganzen großen Kultur- und Medienfeld. Ein Vorzeigeprojekt der digitalen Bohème ist die Zentrale Intelligenzagentur, die sich präsentiert als ein kapitalistisch-sozialistisches Joint Venture mit dem Anspruch, neue Formen der Kollaboration zu etablieren. Für die Mitarbeiter der virtuellen Firma gibt es zwar zwei Büroräume, die Zusammenarbeit ist jedoch in erster Linie via Netz organisiert. Das spart Kosten und ermöglicht individuelle Arbeitszeiten. So kann auch Bachmann-Preisträgerin Katrin Passig, die bekennender Messi ist und an der sogenannten Schlafkrankheit leidet, ihren Arbeitstag ohne schlechtes Gewissen erst um 16 Uhr beginnen, bei offenem Arbeitsende. Von den Honoraren, die über die ZIA eingenommen werden, bleibt auf dem Firmenkonto der biblische Zehnte stehen. So können Jobs finanziert werden, für die es keine Auftraggeber gibt, und man organisiert sich solidarisch. Das ist auch nötig, denn die Freiheit der digitalen Bohème bedeutet für die weniger Erfolgreichen häufig ein zwar erfülltes, aber armes Leben. Auch an diesen Lebensarbeitsmodellen sollte sich die Politik orientieren und nicht mehr nur am Normalarbeitsverhältnis als Regelfall. Die Soziologin Alexandra Manske hat die sogenannte kreative Klasse, die ihr amerikanischer Kollege Richard Florida als Standortfaktor entdeckt hat, untersucht und festgestellt, dass hier eine ganz neue, prekäre Klasse heranwächst. Also ich würde schon sagen, dass es teilweise sowas wie ein Porsches Niedriglohnsegment ist, was die Kreativwirtschaft darstellt. Das glaube ich schon. Also ich glaube auch, dass die Arbeitsverhältnisse in der Kreativwirtschaft politisch anders reguliert werden müssen. Das ist nämlich wirklich ein Feld, was enorm wächst, was offensichtlich auch für viele Leute besonders attraktiv ist, aber natürlich gehört es in Berlin irgendwie auch mittlerweile zumindest in bestimmten Milieus zum guten Ton, irgendwie kreativ zu sein und arm zu sein und es irgendwie cool zu finden und irgendwie sich in Flohmarktklamotten zu kleiden und so. Insofern denke ich, dass die Akteure selber auch ein Stück weit dazu beitragen. Als ich nach Hause kam, fand ich einen Honorarscheck der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung im Briefkasten. Es sollten herrliche Wochen folgen. Ich bezahlte das Telefon und hatte sogar noch etwas Geld übrig, um mir die meisten meiner aktuellen Wünsche zu erfüllen. Zum Beispiel 12 frisch gebackene Negerküsse für insgesamt 89 Cent bei Kaisers. Das Tollste war, dass ich mir 1 Kilogramm Billigvollwaschmittel bei Penny leisten konnte und von da an täglich die kleine Waschmaschine laufen ließ. Wie bei den Asiaten, die kein Geld hatten, aber immer saubere Hemden, genoss ich die Reinheit und den ständigen Waschmittelgeruch, den ich um mich verbreitete. Die Leute merkten sofort, hier war ein Mann, der sich keineswegs aufgegeben hatte. Tagsüber ging ich wieder einer regelmäßigen Arbeit nach. Pünktlich um 10 Uhr saß ich am Computer und spielte Thomas Mann 3 Stunden lang. Dann las ich alte Zeitungen, Route, nahm mein Einheitsmüsli zu mir und machte weiter, indem ich meine Korrespondenz pflegte. Joachim Lottmann, der Geldkomplex. Also ich meine, es gibt irgendwie so die Perspektive, dass der Künstler das neue Modell für den durchschnittlichen Arbeitnehmer darstellt, weil er eben extrem subjektivierte Arbeit leistet. Das heißt also, sich sehr stark mit seiner Arbeit identifiziert, dem Arbeitszeiten mehr oder weniger egal sind, der irgendwie projektorientiert arbeitet und der sich über seine Arbeit sozusagen noch viel, viel stärker identifiziert als irgendwie der Fabrikarbeiter, weil eben das, was er macht, was mit ihm zu tun hat. Wenn man irgendwie sich so anguckt, wie auf der anderen Seite so
windschnittige Biografien gefordert werden, irgendwie mit 24 irgendwie am besten schon oder mit 26 ein Master in der Tasche, aber mindestens ein Auslandssemester oder und ein Praktikum in einem wichtigen Unternehmen. Das sind ja irgendwie so Anpasserbiografien, die dann irgendwie damit gefördert werden. Und wenn dann sozusagen die klassische Künstlerbiografie ja als Gegenmoment in das normative Gefüge irgendwie eingelagert wird, dann ist es vielleicht nicht nur schlecht, dann ist es vielleicht nicht nur Selbstausbeutung, sondern ist es vielleicht auch wirklich ein Stück kulturelle, künstlerische Freiheit, die den Menschen zuerkannt wird. Die Arbeit reicht, jedenfalls solange der Betrieb nicht vollständig rationalisiert ist, das heißt von allem Menschlichen so weit wie möglich befreit oder bankrott macht, ein Leben lang. Jeden Tag wird ein kleines bisschen davon erledigt. Und jeden Tag kommt wieder ein kleines bisschen dazu. Sodass der Werktätige, wenn er Glück hat, jahrzehntelang von seinem Beschäftigtsein zehren kann. Die Arbeitsmenge seines gesamten, noch ungelebten Lebens, die sich als gewaltiger Berg vor dem 20-Jährigen auftürmt, nähme ihm, wenn dieser Berg nicht ein unsichtbarer wäre, jeglichen Schaffensmut. Erfreulicherweise für ihn und nicht zuletzt auch für seine Vorgesetzten sieht er, wann nur das Schäufelchen, das am nächsten Tag oder die Schubkarre, die er innerhalb einer Woche abtragen muss. Den gemächlich dahinkriechenden Jahrzehnten ist es zu verdanken, dass aus dem Berg eine Ebene oder allenfalls eine sanfte Hügellandschaft wird. Anne Weber, Gold im Mund. Wenn ich selber entscheiden kann, wie viel ich arbeite, was ich tue, dann ist das in meinen Augen mit dem Wort Selbstausbeutung nicht richtig benannt. Was aber klar ist, ist, dass man gerade in der digitalen Bohème und in Kulturberufen generell lernen muss, mit dieser Situation umzugehen. Und zwar sowohl nicht rund um die Uhr zu arbeiten, auch wenn man glaubt, es sei nötig, das ist so im inneren Bereich, als auch, dass man langsam überlegen sollte, welche gesellschaftlichen Umstände müssen sich denn ändern, damit solche Leute, solche Selbstständigen eben nicht mehr rund um die Uhr arbeiten müssen, um wenigstens ihre Miete zahlen zu können. Die Berliner Reformbühne Heim und Welt, die sich als älteste Lesebühne der Welt präsentiert und jeden Sonntag in Wladimir Kaminas Kultcafé Burger auf der Berliner Torstraße einlädt, ist bekannt für ihre Mischung aus Ironie und politischer Agitation. Zu ihren festen Mitgliedern gehören unter anderem Jakob Hein, Arne oder Falco Hennig. Letzterer sympathisiert nicht nur mit der Idee eines auskömmlichen Grundeinkommens, sondern er und seine Mitstreiter werden auch dabei sein, wenn am 2. Mai zum 6. Mal der internationale Kampf- und Feiertag der Arbeitslosen stattfinden wird. Es ist eine sehr heitere Aktion, die immer am 2. Mai, dem Tag der Arbeitslosen, mit einem heiteren Umzug verbunden ist. Und dabei wird viel Musik gespielt und das erinnert vielleicht eher an Karneval oder Love Parade als an eine politische Demonstration. Was auch sehr komisch ist, dass es kaum Arbeitslose dabei gibt. Ich würde sagen, 90% sind Freiberufler, die eben keinen Hartz IV bekommen. Einige wenige Hartz IVer gibt es sicher auch, aber sonst sind es eben auch normale Berufstätige. Aber das ja, beißt sich in keiner Weise, weil von einem auskömmlichen Grundeinkommen in Deutschland würden sehr viele profitieren, sehr viele Probleme der Gesellschaft würden gelöst werden und tatsächlich würde das Leben etwas schöner werden. Nichts tun ist angenehm, steht auf den Transparenten, die am 2. Mai gut gelaunt durch den Berliner Szenebezirk Prenzlauer Berg getragen werden. Oder auch für den totalen Sonntag. Arbeit ist heilbar und Grundeinkommen macht sexy. Die Idee eines auskömmlichen Grundeinkommens hat schon die Utopisten früherer Jahrhunderte fasziniert.
Heute engagieren oder zumindest debattieren in Deutschland, Österreich und der Schweiz eigentlich alle politischen Lager über ein Grundeinkommen. Wobei hierzulande vor allem das von dem ehemaligen thüringischen Ministerpräsidenten Dieter Althaus geforderte solidarische Bürgergeld und das sogenannte Ulmer Modell diskutiert wird, für das der Unternehmer Götz Werner eintritt. Abgesehen von der finanziellen Machbarkeit werden dabei auch ethisch